meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen guten Abend, liebe Mitglieder und Förderer, herzlich willkommen, vor allen Dingen sehr verehrte Interessenten, liebe Gäste. Mein Name ist Thomas Matzke. Ich darf den heutigen Abend kurz eröffnen, Sie als Sprecher des AfD-Kreisverbands Rhein-Sieg sehr herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung mit Beatrix von Storch begrüßen, mit dem Thema das Asylchaos und die Sicherheitslage in Deutschland und Europa. Wir lassen ein kleines Sparschwein hier stehen, da vorne ein AfD-Sparschwein und sind natürlich dankbar, wenn Sie uns dann mit einer Spende unterstützen, denn das alles haben wir hier ehrenamtlich organisiert für Sie und es wäre schön, wenn Sie unsere politische Arbeit unterstützen. Ja, ich danke insbesondere dem Team meiner aktiven Kollegen und Mitglieder, insbesondere hier dem Helmut Holzen, dem Paul Pawlowski, der ist heute leider nicht da, der ist erkrankt, dem wünsche ich gute Besserung, unserem Schatzmeister Wolfgang Rogosch, dem Norbert Klein, natürlich der Barbara Brenner-Rothe, unserer einzigen Dame im Team, im Vorstandsteam, dem Horst Leiser, dem Wolfgang König und dem Dr. Ralf Spitzel und natürlich allen, die sonst mitgeholfen haben bei der Organisation dieser Veranstaltung. Es ist ja leider nicht selbstverständlich, dass so eine Veranstaltung überhaupt stattfindet. Sie werden es gelesen haben in der Zeitung, ist ja häufiger die Meldung, dass gerade auch mit Beatrix von Storch die Veranstaltungen natürlich sehr stark bekämpft werden. Das war übrigens auch der Grund dafür, warum wir hier ein bisschen Geheimhaltung betrieben haben, damit wir sozusagen die Möglichkeit der Gegenseite etwas reduzieren konnten. Sie konnten sehen, dass trotzdem einige unserer Freunde auch vor der Halle waren, aber dennoch haben sie es alle gut hierher gefunden und ich wünsche Ihnen natürlich auch gleichzeitig einen schönen Heimweg schon für nachher. Lassen Sie mich für die Interessenten, weil wir haben ca. 40% Anmelder, die sind nicht Mitglieder, deswegen erlaube ich mir hier kurz was zum Kreisverband zu sagen. Der Kreisverband Rhein-Sieg ist derzeit der zweitgrößte in NRW, also kurz hinter Köln und aber jetzt vor Düsseldorf. Und ich verspreche hiermit, die Kölner kriegen wir auch noch. Das haben wir uns fest vorgenommen. Und wir entwickeln uns derzeit sehr überdurchschnittlich, was die Mitgliederzahlen angeht. Das hat natürlich einerseits was damit zu tun, was momentan in unserem Land läuft. Zum anderen hat es aber auch was mit unserem aktiven Team zu tun. Wir haben in der Herbstoffensive sehr, sehr viele Stände gemacht. Wir sind mit Veranstaltungen aktiv. Sie sehen heute Abend ein Beispiel. Und wir sprechen auch aktiv Leute an. Wir haben eine Facebook-Seite, die hat, glaube ich, einen sehr einladenden Charakter. Da haben wir auch schon Mitglieder akquirieren können. Und wir werden in Kürze einen neuen Internetauftritt haben, der auch hoffentlich auch Interessenten weiter anspricht. Wir möchten ganz gerne, und da war vor kurzem ja auch ein Artikel in der Regionalpresse, uns natürlich auch Interessenten gerade öffnen. Also es ist nicht so, wie eine Zeitung geschrieben hat vorgestern, wir wollen uns abschotten hier mit der Veranstaltung oder wollen unter uns bleiben oder was auch immer. Nein, im Gegenteil, wir gehen raus, wir möchten an die Bürger und die Sorgen und Nöte der Bürger uns anhören, ernst nehmen und natürlich auch umsetzen. Also glauben Sie nicht immer, was in der Presse steht. Ich möchte jetzt den bekannten Begriff der Lügenpresse nicht erwähnen. Wir wollen eine Volkspartei werden. Sie haben vielleicht die aktuellen Umfragewerte gehört. Wir sind mittlerweile in fast allen Umfragen zweistellig. Das ist natürlich für uns eine tolle Geschichte. Wir arbeiten daran, dass das natürlich besser wird. Wir sind drittstärkste Kraft mittlerweile in Deutschland. Das muss man sich mal überlegen. Und natürlich wird der Ton entsprechend rauer. Das haben Sie auch vor kurzem wieder in diversen Talkshows sicherlich verfolgen können, wo wir natürlich auch massiv angegriffen wurden. Gerade gestern bei Maischberger, Beatrix von Storch war vor kurzem auch in der Talkshow. Da haben es unsere Vertreter natürlich sehr schwer. Aber ich denke mal, Sie haben es verfolgt. Alle haben sich super geschlagen. Frau von Storch sowieso. Aber natürlich auch unsere Sprecherin Frau Petri und alle, die jetzt, heute ist glaube ich der Meuthen in der Talkshow, den werde ich mir heute Abend dann mal in der Mediathek angucken. Also ich denke, er wird auch ein gutes Gesicht machen und sich gut schlagen. Also ich denke, wir können sehr zufrieden sein momentan mit der Situation. Wir sollten uns nicht darauf ausruhen, sondern daran weiterarbeiten, denn die Probleme sind ja eklatant und liegen auf der Hand und die Altparteien sind momentan eben immer noch nicht willens oder in der Lage, daran was zu ändern. Asylchaos und die aktuelle Sicherheitslage seit Köln, das haben wir auch durch viele E-Mails mitbekommen, sind die Bürger einfach verunsichert, sie fühlen sich bedroht und das zu Recht. Die innere Sicherheit ist gefährdet
Viele Bürger haben Angst und Sorgen und die etablierten Parteien nehmen einfach, wie Sie es gestern Abend auch wieder sehen konnten, der Herr Stegner von der SPD, die nehmen einfach diese Dinge nicht ernst. Und wir wollen uns darum kümmern, wir wollen Ihr Gesprächspartner sein, Ihre Probleme aufgreifen und dafür politische Lösungen erarbeiten. Ich denke, da wird Frau von Storch jetzt einiges dazu sagen. Begrüßen Sie mit mir Beatrix von Storch. Lieber Herr Holzen, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute Abend bei Ihnen sein kann und ich freue mich über das große Interesse, das Sie uns hier entgegenbringen. Ich interessiere mich immer, bevor ich anfange zu reden, darüber, wer von Ihnen nicht Mitglied in der AfD ist. Darf ich das mal sehen? Da muss ich jetzt an die Organisatoren appellieren und sagen, wo sind Ihre Mitglieder? Da scheint ja keiner da zu sein. Vor der Halle machen, schieben den Dienst. Okay, ich habe ein paar wenige gesehen, aber ich stelle fest, die übergroße Mehrzahl sind Gäste und über die freuen wir uns ganz besonders. Und wir nutzen gerne die Gelegenheit, um Ihnen unsere politischen Ansichten, aber auch Lösungsvorschläge vorzustellen. Wir haben heute das Thema, das uns nicht nur dieses Jahr und wahrscheinlich nicht nur nächstes Jahr, sondern wahrscheinlich sehr lange, sehr intensiv beschäftigen wird. Im März 2015 hat das Bundesamt für Migration erstes Mal Zahlen herausgegeben und die Prognose für das Jahr 2015 mitgeteilt. Man ging im März 2015 von 200.000 Zuwanderern aus. Einen Rückgang erwartete man nicht wegen der schwierigen Situation, insbesondere im Nahen Osten, mit Blick auf die Syrien-Krise insbesondere. Die Prognose war zutreffend, dass die Zahlen nicht zurückgehen. So möchte ich sagen. Man sagte im März 2015 200.000, die Zahlen werden voraussichtlich nicht zurückgehen. Das ist die einzige Prognose, die zutreffend war. Die Zahlen sind in der Tat nicht zurückgegangen. Am 19. August 2015 hat dann der Innenminister Thomas de Maizière in einer Pressekonferenz beziehungsweise öffentlich mitgeteilt, dass man nunmehr von 800.000 Asylbewerbern für das Jahr 2015 ausging. Das ist deswegen bemerkenswert, wegen des Datums, an dem diese dann doch dreimal, viermal so hohe Zahl wie aus dem März angekündigt hat. Am 19. August ließ er die Zahl von 800.000 fallen und es waren 800.000, die untergehen sollten, denn am 19. August fand noch etwas anderes statt, und zwar zeitgleich. Das war der Tag, an dem der Bundestag das dritte Griechenland-Rettungspaket verkündete. Das waren also sozusagen zwei Top-Nachrichten, für die dann beide weniger Platz war. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Kurz danach hat der Vizekanzler Gabriel mitgeteilt, dass man wohl doch so 1 Million Flüchtlinge erwartet. Und inzwischen erwartet man das auch für das laufende Jahr. Im September hat Herr de Maizière zugegeben, dass täglich 8.000 bis 10.000 Migranten zu uns kommen, das ich vor einem Hintergrund bemerkenswert finde. Ich wundere mich, dass es davon keine Bilder gibt oder gab. Bilder, wenn 10.000 Menschen über die Grenze kommen. Man darf sich wundern, warum wir davon eigentlich gar nichts sehen. Das ist ja eine Stadt, die jeden Tag zu uns gekommen ist. Und warum hat man davon keine Bilder? Da muss man zu den Zahlen, die veröffentlicht werden, immer dazu wissen, das sind die Registrierten, nicht die Unregistrierten, also die, die wir gar nicht realisieren, von denen wir annehmen, dass eine größere sechsstellige Zahl, mehrere hunderttausend, mehrere Städte in der Größe von Regensburg einfach durch das Land gehen, ohne dass sie irgendwo aufgenommen oder registriert werden. Aber über ganz andere Zahlen reden, denn diese 1 Million vom letzten Jahr und die 1 Million, die uns für dieses Jahr angekündigt sind, sind nicht das Problem. Das Problem hat der Entwicklungsminister Müller von der CSU kürzlich in Kreuth Anfang des Jahres beziffert. Die FAZ hat am 16. Januar ein Interview aus der Bild am Sonntag wiedergegeben. Ich habe es aus der FAZ, aber es war ein Interview mit der Bild am Sonntag. Ich lese vor, was der Minister dort sagt. Erst 10% der in Syrien und Irak ausgelösten Fluchtwelle ist bei uns angekommen. 8 bis 10 Millionen sind noch
ich möchte sagen schon, unterwegs. 8 bis 10 Millionen nur aus Syrien und Irak, sagt der Minister. Und er sagt weiter, die größten Fluchtbewegungen stehen uns noch bevor. Afrikas Bevölkerung wird sich in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln. Unter uns, und wir sind ja unter uns, ich bin froh, dass das Entwicklungsminister gesagt hat und nicht Herr Höcke. Die deutsche Botschaft in Kabul hat Ende letzten Jahres mitgeteilt, dass sie davon ausgeht, dass die Regierung in Afghanistan 1 Million Pässe gerade an die Afghanen verteilt, damit diese ausreisen können. Und wir wissen, dass syrische Pässe gehandelt werden. Ein niederländischer Journalist hat es probiert und für 750 Euro innerhalb von einer Woche einen syrischen Pass in der Hand gehabt. Das sind alles Zahlen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, denn das ist das eigentliche Problem. Das Problem sind nicht die 1 Million, die da sind, oder die 1 Million, die in aller Kürze kommen. Es sind diese 8 bis 10 Millionen aus Syrien und Irak. Es sind die 2 Millionen, die schon an der nordafrikanischen Grenze angekommen sind. Und es sind die größere zweistellige Millionenanzahl in Afrika, die diesen Weg noch auf sich nehmen, von denen, wie der Minister sagt, 1 Million Tote schon gefunden worden sind, weil sie den Weg nicht geschafft haben. Wir reden über eine Dimension von Problemen, von denen wir uns, glaube ich, selbst im Moment noch nicht ganz klar gemacht haben, was das eigentlich für uns bedeutet. Die Reaktion darauf, im Moment heißt es, dass täglich 2.000 bis 3.000 Menschen nur noch kommen und nicht mehr 9 bis 10, nur noch 2.000 bis 3.000 pro Tag. Das macht, wenn ich jetzt das ein bisschen mittle, bei 2.800, 2.700 pro Tag im Jahr die Millionen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir die Zahlen auf diesem Level stabilisiert bekommen, dafür spricht im Moment nichts. Herr Laschet hat in der Talkshow bei Anne Will gesagt, CDU-Vize, und darauf war er ganz stolz, dass wir jetzt an der Grenze in der Lage sind, jeden Tag 3.500 Menschen zu registrieren. Eine ganz tolle neue Leistung der Bundesregierung. Wir sind jetzt so weit, dass wir technisch 3.500 Migranten, die pro Tag zu uns kommen, zu registrieren. Die kommen also nicht mehr unregistriert, sondern registriert auf jeden Fall die meisten. 3.500 pro Tag, das macht in einem Jahr 1,3 Millionen. Das ist toll. Anstatt das Recht durchzusetzen, gibt es jetzt Bestrebungen, das Recht zu ändern. Dieser Beispiel, das kommt jetzt auch noch aus August letzten Jahres, die Ereignisse überschlagen sich. Aber dort hat der Bund deutscher Kriminalbeamter aufgefordert, dass die illegale Einreise, was ein Straftatbestand ist, den jeder Migrant, der zu uns kommt, und auch jeder Asylsuchende, der zu uns kommt, zunächst begeht, einfach abgeschafft wird. Illegale Einreise soll es nicht mehr geben. Das ist natürlich absurd, aber eine pragmatische Lösung eines Problems, wenn es zu viele Gesetzesverletzungen gibt und zu viele Verfahren geben müsste, dann schaffen wir den Straftatbestand ab und verfolgen ihn nicht mehr, dann kommen wir besser mit unseren Akten zurecht. Ich glaube nicht, dass das die richtige Lösung ist. Es geben verschiedene Menschen mit dieser Problematik, die wir uns entgegensehen, unterschiedlich um. In Frankfurt-Oder gab es am 4. November letzten Jahres eine große Demonstration. Die ist angeführt worden von der Partei Die Linke und von der Antifa. Man arbeitet vertrauensvoll zusammen. Die brandenburgische Landtagsabgeordnete Van Dree hat dort auf dieser Veranstaltung eine besondere Rolle gespielt und den Lautsprecherwagen geführt, auf dem ein großes Plakat hing. Und ich finde ich bin sozusagen der Dame dankbar dafür, dass sie das so schön in Worte gefasst hat, was wir gar nicht niemals sagen würden, auch nicht das Gegenteil. Aber es zeigt in 6 Worten, was einige, die die Gegenbewegung sozusagen unterstützen, denken. Auf dem Wagen stand das Motto der Veranstaltung, und das Motto der Veranstaltung war: We love Volkstod, bleibe Recht für alle.
Das bringt eigentlich auf den Punkt, was bei einigen in den Köpfen vorgeht, wenn sie sagen, alle müssen zu uns kommen, alle dürfen bleiben, wir müssen alle integrieren, das ist toll, denn we love Volkstod. Auf der Demonstration anlässlich unseres Bundesparteitages in Hannover gab es eine vom DGB angemeldete Kundgebung, die mit 5000 Teilnehmern angemeldet waren. Es waren dann am Ende nicht ganz so viele, aber gleichwohl der DGB zeichnete verantwortlich für diese Demonstration gegen unseren Parteitag. Und die Kundgebung stand unter dem Motto Bund statt Braun. Es sind dort der Bürgermeister der Stadt, der SPD-Chef Kirzi, die Wirtschaftsdezernentin Tegtmeier-Dette, FDP-Ratsherr Engelke, viele andere weitere Politiker und Gewerkschafter mitmarschiert, unter der Schirmherrschaft des DGB, allerdings angeführt an der Spitze des Demonstrationszuges durch den schwarzen Block der Antifa. Und sie hatten auf Plakaten und auf den Lautsprecheranlagen auch das Motto gesetzt. Und das Motto lautete: Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Zitat Ende. Das ist eine Sprache, die wir erstmal grundsätzlich nicht mögen, aber auch der Inhalt ist bezeichnend. Wieler Volkstod, Deutschland, du mieses Stück Scheiße. So denken Menschen, die die Politik verfolgen, die auch die Kanzlerin verfolgt, ohne dass ich hier jetzt diese Worte in den Mund lege. Aber ich glaube, wir haben hier einen Dissens. Wir sagen, we agree to disagree. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht den Volkstod und wir lieben unser Land und wir stellen uns nicht hinter so eine Bewegung. Wir sind dazu die Gegenbewegung und ich glaube, dass das allerhöchste Zeit wird, weil sich die Situation in unserem Land in einer Art und Weise zuspitzt, dass es anfängt zu werden. Das Recht, unsere Gesetze, unsere Verfassung, unsere Gesetze, unser Rechtsstaat. Und wir müssen über die Begrifflichkeiten klar werden. Was sind Flüchtlinge, was sind Migranten? Vielleicht zunächst dazu. Flüchtlinge sind Menschen, die flüchten vor Krieg oder Bürgerkrieg oder politischer Verfolgung. Und es gibt Migranten, das sind diejenigen, die nicht verfolgt werden, die aus anderen Gründen ihr Land oder ihre Heimat verlassen und die aus sozusagen freien Entschluss zu uns kommen. Sie fürchten nicht um ihr Leben, sie sind eben nicht verfolgt, sie wollen aus ihrem Land weg, was man sehr, sehr, sehr gut verstehen kann. Wenn ein Mensch ein Jahr lang als Flüchtling in Deutschland gelebt hat, und hier in einem Heim untergekommen ist und dann entschließt, doch nach Schweden zu gehen, weil es dort, aus welchen Gründen auch immer, besser ist, dann kann er eigentlich nicht mehr in Anspruch nehmen, verfolgt zu sein, denn er wird hier in Deutschland nicht verfolgt. Dann ist er, wenn Sie mich fragen, kein Flüchtling mehr, dann ist er, wenn er von Deutschland nach Schweden geht, ein Migrant. Warum soll Schweden einen Menschen aufnehmen, der in Deutschland sicher ist, der an der schwedischen Grenze steht und sagt, ich werde verfolgt? Dann sagen die Schweden, nein, du bist nicht verfolgt, du kommst ja aus Deutschland. Und so ist das auch mit denen, die aus Österreich zu uns kommen. In Österreich wird keiner verfolgt. In Österreich sind die Menschen bereits sicher. Das heißt, wenn ein Mensch von Österreich nach Deutschland will, dann will er das aus einem freien Entschluss. Er rennt nicht vor etwas weg, sondern zu etwas hin. Und das müssen wir unterscheiden. Flüchtlinge und Migranten. Die Menschen, die auf dem Landwege zu uns kommen, sind verständlicherweise nicht mehr in ihrem Land. Sie wollen verständlicherweise nach Deutschland, weil es hier am besten ist. Aber sie sind im Sinne des Gesetzes keine Flüchtlinge mehr. Sie sind Migranten. Und wir subsumieren alles unter dem Oberbegriff Flüchtlinge. Und müssen dann allerdings feststellen, Flüchtlinge
kommen zu uns auf Zeit, nämlich nur so lange, wie der Verfolgungssituation in ihrem Land anhält. Also solange Krieg und Bürgerkrieg in ihren Ländern herrscht, sind sie zu schützen, aber danach müssen sie zurückkehren. Vor dem Hintergrund, dass die Bundeskanzlerin und der Herr Kiesewetter ja in 1 bis 2 Jahren Frieden in Syrien und Irak herstellen werden, was anderen größeren und möglicherweise besser ausgerüsteten Staaten, lassen wir das Thema außen vor, nicht geglückt ist. In 1 bis 2 Jahren ist also wieder Frieden in Syrien und Irak. Vor dem Hintergrund und in der Argumentation unserer Regierung und unserer nicht vorhandenen Opposition besteht überhaupt kein Anlass, eine groß angelegte Integrationskampagne zu machen und 25-jährigen Männern und 60-jährigen Frauen in Deutschkurse und Integrationskurse zu schicken. Denn ausweislich der Argumentation unserer Bundesregierung ist ja in kürzer Zeit dort wieder Frieden und die Menschen kehren zurück. Sie müssen also nicht ihre Kultur sozusagen oder ihre Integrationsleistung hier in der Weise erbringen, dass sie beispielsweise unser Frauenbild annehmen. Sie müssen sich an unsere Gesetze halten, ja, das ist klar. An die Strafgesetze und zum Beispiel an die Schulpflicht für Kinder. Sie müssen sich an unsere Gesetze halten, aber sie müssen keine Integrationskurse belegen, weil sie nur hier sind, solange Krieg und Bürgerkrieg in ihren Ländern herrscht. Das ist anders mit... Das ist grundsätzlich anders mit Migranten. Wenn wir davon ausgehen, Migranten sind die, die wir nicht schützen, weil sie verfolgt sind, sondern weil sie aus einem freien Entschluss zu uns kommen. Und dafür brauchen wir natürlich ein Gesetz. Die AfD hat das schon im EU-Wahlkampf oder im Bundestagswahlkampf gesagt. Wir fordern ein Einwanderungsgesetz. Wir müssen, wie andere Länder auch, in die Migration erfolgt, ein Gesetz haben, in dem wir festlegen, unter welchen Voraussetzungen können Menschen zu uns kommen, die nicht verfolgt werden, aber trotzdem zu uns kommen wollen. Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz. Und wenn wir dieses Gesetz haben und auf der Grundlage dieses Gesetzes Menschen dann zu uns kommen, ich trenne jetzt von Flüchtlingen, dass diese Menschen, die aus Migrationsgründen zu uns kommen, wenn wir die ausgesucht haben, dann müssen die sich integrieren. Die müssen nicht in dem Sinne von uns integriert werden, die müssen sich bei uns integrieren. Das ist eine Bringschuld, keine Hohlschuld, sagt dazu der Jurist. Das ist erstmal grundsätzlich auseinanderzuhalten. Flüchtlinge und Migranten, ganz wichtig. Und wichtig auch zu sagen, dass die Menschen, die aus Österreich zu uns kommen, in dem Sinne keine Flüchtlinge mehr sind. Sie werden in Österreich nicht verfolgt. Und wer an der österreichisch-deutschen Grenze steht und nach Deutschland will, der muss das Stoppgebot an der Grenze beachten, denn ihm wird signalisiert, nein, du darfst hier nicht weiter. Du bist nicht verfolgt und er ist nicht verfolgt. Er will einfach nur weiter. Wir müssen das in der Argumentation klar haben. Und dann müssen wir das Grundgesetz kennen. Frau Roth hat neulich, Claudia Roth, Sie wissen, wen ich meine, mit vielen Vokabeln belegt, die ich jetzt nicht wiedergebe. Frau Roth kennt das Grundgesetz nicht und Frau Roth ist der Meinung, jeder Mensch, der zu uns kommt, hat Anspruch auf Asyl. Mindestens mal auf ein Asylverfahren. Jeder Mensch, der zu uns kommt, hat Anspruch auf Asyl und auf ein Verfahren. Frau Claudia Roth weiß vieles nicht und auch nicht, was im Grundgesetz steht. Im Grundgesetz steht in Artikel 16a, Absatz 1, politisch verfolgt genießen Asylrecht. Da steht er drin. Und dann gab es 1993, weil die Flüchtlingszahlen vom Balkan so dramatisch stiegen, einen Asylkompromiss, der von CDU, CSU, SPD und FDP gezeichnet worden ist. Man hat 1993 das Grundgesetz geändert. Und falls Claudia Roth zuhört, lesen Sie mal den 16a Absatz 2 Grundgesetz, da steht das drin. Auf Absatz 1, jeder Mensch genießt Asylrecht, kann sich nicht berufen, wer aus einem sicheren Drittstaat kommt. Frau Roth weiß das nicht. Das ist aber Konsens gewesen. Mit einer verfassungsändernden Mehrheit ist dieser Absatz in unser Grundgesetz eingefügt worden. Auf ein Recht auf Asyl bei uns kann sich nicht berufen, wer aus einem sicheren Drittstaat einreist.
Dafür braucht es nicht 2 Jahre an Asylverfahren und Prüfungsverfahren, um das festzustellen, ob dieser Mensch aus Österreich kommt. Diese Feststellung kann man innerhalb von 2 Minuten an der Grenze machen. Man stellt fest, hier ist die deutsch-österreichische Grenze. Sie kommen aus Österreich, also haben Sie keinen Anspruch auf Asyl. Das war sogar unter 2 Minuten. Das ist alles gar nicht so kompliziert. Es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention, nach denen die allermeisten zu uns kommen. Aber auch die Genfer Flüchtlingskonvention sagt in 33 Absatz 1, keiner der vertragsschließenden Staaten wird einen Flüchtling auf irgendeine Weise über die Grenzen von Gebieten ausweisen oder zurückweisen, in denen sein Leben oder seine Freiheit bedroht würde. Also auch nach der Genfer Flüchtlingskonvention können wir Menschen nicht abweisen an der Grenze, wenn wir ihn in ein Land schicken, in dem sein Leben oder seine Freiheit bedroht wäre. In Österreich ist das Leben der Menschen nicht bedroht. Nach Österreich können wir also auch diejenigen zurückweisen, die auf der Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt werden wollen. Und dann gibt es noch ein wichtiges Gesetz, das ist das Asylgesetz. Paragraph 18 sagt dort in Absatz 2, dem Ausländer ist die Einreise zu verweigern, wenn er aus einem sicheren Drittstaat einreist. Wenn Sie das Grundgesetz hat keinen Anspruch auf Asyl und das Asylgesetz darf nicht einreisen, wenn er aus Österreich kommt, zusammenlegen, dann haben wir damit bereits heute nach geltendem Recht eine Obergrenze. Wir brauchen keine Obergrenze, wir haben sie schon. Und die Obergrenze nach aktueller Verfassungs- und Rechtslage ist 0. Was tatsächlich passiert, obwohl das so ist, schickt Deutschland Sonderzüge in sichere Drittstaaten, um Menschen aus diesen sicheren Drittstaaten zu uns zu bringen. September 2015, im September sind aus Österreich 140.000 per Sonderzug nach Deutschland transportiert worden, sagt ein Mitglied des Krisenstabs. 140.000 aus Österreich, einem sicheren Drittstaat in einem Monat, das ist die Größe von Regensburg. Hingewiesen wird immer auf die Abwägung, wir können die Grenzen nicht schließen wegen der Reisefreiheit. Und man tut irgendwie so, als wäre sozusagen die Bundesrepublik Deutschland, die verfassungsmäßige Ordnung Deutschlands, dominiert von 2 Artikeln oder Gesetzen. Das eine ist Asylrecht für die ganze Welt und Reisefreiheit. Diese beiden Dinge dürfen nicht angetastet werden. Alles andere an Grundrechten, an Grundfreiheiten, an Sozialstaat, an Finanzüberlegungen, alles andere muss da runtergeordnet werden. Und das ist verkehrt. Wir müssen abwägen zwischen diesen Gütern und sie nicht einseitig zugunsten ein oder zweier Gesetze auslegen. Das funktioniert so nicht. Und wenn wir überlegen, was passiert, wenn ein G7-Gipfel stattfindet und sich die Großkopferten, wenn ich das so sagen darf, treffen, dann wird auch abgewogen und dann stellt man fest, das Sicherheitsinteresse überwiegt die Reisefreiheit. Jetzt können wir die Grenzen einmal zumachen. Und ich denke, das wäre eine gute Idee, wenn das Sicherheitsgefühl auch der übrigen in der Republik berührt sind und nicht nur, wenn es die G7-Köpfe trifft. Diese eindeutige Rechtslage und diese Haltung der Bundesregierung und nicht nur die Haltung, sondern das Agieren der Bundesregierung hat ja zu etwas Erstaunlichem geführt. Es haben sich jetzt die obersten, ehemals obersten, aber gleichwohl renommiertesten Verfassungsrechtler, die diese Republik hat, zu Wort gemeldet. Es melden sich immer mehr und ich möchte 2 zitieren. Udo De Fabio hat in seinem Gutachten für Bayern bemerkenswerte Sätze geschrieben. Udo De Fabio war Verfassungsrichter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Er sagt, das Grundgesetz garantiert nicht den Schutz aller Menschen weltweit durch faktische oder rechtliche Einreiseerlaubnis.
Eine solche unbegrenzte Rechtspflicht besteht auch weder europarechtlich noch völkerrechtlich. Und er sagt, der Bund ist aus verfassungsrechtlichen Gründen verpflichtet, wirksame Kontrollen der Bundesgrenzen wieder aufzunehmen, wenn das gemeinsame europäische Grenzsicherungs- und Einwanderungssystem vorübergehend oder dauerhaft gestört ist. Ich stelle fest, das ist mindestens vorübergehend gestört und deswegen muss der Bund wirksame Kontrollen an den Grenzen aufnehmen. Das sage nicht ich, das sagt der Verfassungsrichter Di Fabio. Und er sagt weiter, die Bundesregierung hat wesentliche Entscheidungen ohne gesetzliche Grundlage getroffen. Ich bin der Meinung, dass er hier irrt. Sie hat das Entscheidung nicht ohne gesetzliche Grundlage, sondern gegen gesetzliche Grundlage getroffen. Und er sagt, die Staatsgrenzen sind die tragenden Wände der Demokratie. Wer sie einreißt, sollte wissen, was er tut. Es mag schwer sein, Grenzen in einer wirksamen und zugleich humanen Weise zu schützen, aber dieser Aufgabe kann keine Regierung entgehen. Herr Udo Di Fabio und der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes hat am 12. Januar Folgendes zu Protokoll gegeben. Er hat gesagt, ein Umsteuern ist überfällig. Kanzlerin Merkel muss für Deutschland eine strikte Asylpolitik verfolgen, für eine deutliche Trennung von Asyl, Flüchtlinge, und Migrationspolitik sorgen und die Außengrenzen des Landes sichern. Die Flüchtlingskrise offenbart ein eklatantes Politikversagen. Und er sagt, zwar kann Merkel den Schengen-Regeln vorübergehend außer Kraft setzen, aber dass Deutschland die unbegrenzte Einreise gewährt, ist ein Fehler. Illegale Einreisen müssen unterbunden werden. Und dann sagt er noch etwas, ich habe das auch in der Sendung Anne Will gesagt und für die wenigen unter Ihnen, die das nicht gesehen haben, das wichtige Zitat von Herrn Papier nochmal hier im originalen Wortlaut. Noch nie ist in der rechtsstaatlichen Ordnung der Bundesrepublik die Kluft zwischen, damit will er sagen, nach dem Krieg, ja, die Kluft zwischen Recht und Wirklichkeit so tief wie derzeit gewesen. Die Kluft zwischen Recht und Wirklichkeit, so drückt sich eben ein oberster Verfassungsrichter aus, wenn er Dinge sagen möchte, die schwierig sind und für die er einfach zu Jurist, zu Staatsmann ist, um das einfacher auszudrücken. Und ich habe das, ich glaube, in der Sendung gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Man kann das auch einfacher ausdrücken. Man kann sagen, es ist also ein Staat, in dem sich die Regierung nicht mehr an das Recht hält. Man kann auch sagen, die Regierung bricht Recht. Man kann sagen, die Regierung, das sind Rechtsbrecher. Oder man kann sagen, das ist eine Bananenrepublik. Er sagt weiter, leider ist viel Zeit durch gut gemeinte Appelle, vor allem solche an die europäische Solidarität, durch halbherzige und völlig ungeeignete Reaktionen oder abstruse Reaktionsvorschläge vergeudet worden. Ein Umsteuern ist unausweichlich. Der Verfassungsstaat muss funktionieren und darf nicht durch die Politik aus den Angeln gehoben werden. Er sagt, die Politik hat die zentrale Verpflichtung, Gefahren entgegenzutreten, die durch eine dauerhafte, unlimitierte und unkontrollierte Migration in einem noch nie dagewesenen Ausmaß nach Deutschland entstehen kann. Das sind unsere angesehensten Richter, die in einer nie dagewesenen Klarheit sagen, was in diesem Land gerade passiert. Wir haben eine Regierung, die sich an nichts mehr gebunden fühlt. Das ist ein Problem, um das vorsichtig auszudrücken. Der ehemalige Chef des Bundesnachrichtendienstes, August Hanning, hat ein 10-Punkte-Programm letztes Jahr präsentiert und er hat gefordert, die strikte Anwendung des nationalen und supranationalen Rechts, das soll heißen, die Grenzen für Migranten ohne Einreiseerlaubnis entsprechend der Gesetzeslage sofort zu schließen und Reisende ohne Einreiseerlaubnis sofort zurückzureisen. Wer aus sicheren Herkunftsländern kommt, dem ist das Asylverfahren zu verweigern und so weiter. Und unser ehemaliger Verteidigungsminister Rupert Scholz
Mitglied im Bundestag bis 2002, der hat einen weiteren zentralen Punkt benannt. Er hat gesagt, und so ist es auch, zu einem Staat gehört wesensgemäß das Staatsgebiet, das Staatsvolk und die Staatsregierung. Das ist die sogenannte Drei-Elemente-Lehre. Ein Staat hat diese drei Dinge. Er hat ein Gebiet, in dem das Volk lebt und eine Regierung regiert. Das ist die Drei-Elemente-Lehre. Und zentral für das Staatsgebiet ist die Grenze. Das ist definitorisch so. Wenn da keine Grenze ist, dann gibt es auch irgendwie kein Gebiet mehr. Und diese Grenze ist zu schützen. Er sagt, wenn ein Staat seine Grenzen aufgibt, gibt er ein Stück der eigenen Staatlichkeit insgesamt auf. Wenn wir unsere Grenzen nicht schützen, dann haben wir einen Teil unseres Staatsseins aufgegeben. Die Alternative für Deutschland hat nun Datum, weiß ich nicht genau, aber gleichwohl im letzten Jahr, Ende letztes Jahres, die Bundeskanzlerin bei der Staatsanwaltschaft in Berlin angezeigt. Wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz, das nämlich bei Strafe verbietet, Ausländer einzuschleusen. Das ist der Straftatbestand der Einschleusung. Den hat sie verwirkt. Nach dem Aufenthaltsgesetz § 96 steht dort geschrieben, mit Freiheitsstrafe zwischen 3 Monaten und 5 Jahren wird bestraft, wer einen anderen anstiftet oder ihm dazu Hilfe leistet, eine Handlung nach 95 zu begehen, unerlaubte Einreise, und zugunsten mehrerer Ausländer handelt. Wir konstatieren, es waren mehrere. Man kann darüber streiten, ob 25 bis 500.000 mehrere sind. Es gibt sicherlich Juristen, die der Meinung sind, das ist noch nicht mehrere. Aber sagen wir mal, das sind schon mal mehrere. Das ist ein Tatbestandsmerkmal, das ist erfüllt. Und jetzt ist die Frage, ob die Kanzlerin den Straftatbestand der Einschleusung erfüllt hat, weil sie einfach erklärt hat, ihr könnt jetzt alle kommen und ich schicke euch Züge, die holen euch ab. Diese Anzeige ist bei der Staatsanwaltschaft eingegangen. Sie wird unter dem Aktenzeichen 276 JS 2087 aus 15 geführt. Und wir haben am 12. Dezember ein außerordentlich interessantes Schreiben der Staatsanwaltschaft dazu bekommen. Die Staatsanwaltschaft schreibt, es bestehen bereits erhebliche Zweifel, ob eine solche unerlaubte Einreise vorliegt. Das ist also für die Nicht-Juristen unter Ihnen, ich schätze, dass nicht alle von Ihnen Jura studiert haben. Also Frau Merkel haben wir angezeigt wegen einer Anstiftung oder Beihilfe zu einer Haupttat. Und die Haupttat ist die unerlaubte Einreise, die muss der Ausländer begangen haben. Wenn also keine Haupttat vorliegt durch unerlaubte Einreise, dann kann man auch als Teilnehmer nicht bestraft werden. Also erstmal muss eine Haupttat vorliegen und daran besteht schon ein Zweifel, ob die Leute unerlaubt eingereist sind. Dann schreiben Sie, und jetzt kommt einer der zentralen Sätze, die Voraussetzungen einer erlaubten Einreise stehen im weiten Umfang zur Disposition der von der Bundeskanzlerin angeführten Exekutive. Wir fragen uns, wozu wir Gesetze haben, die das genau regeln, Strafgesetze im Aufenthaltsgesetz, das Grundgesetz. Warum haben wir Gesetze, wenn das alles im weiten Umfang zur Disposition von der Exekutive, der Bundesregierung steht? Und dann kommt noch ein Satz, der sehr schön ist. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 65 Grundgesetz zugunsten der Bundeskanzlerin einen erheblichen Handlungs- und Ermessensspielraum in politischen Grundsatzfragen vorsieht, sogenannte Richtlinienkompetenz. In Paragraph 65 Grundgesetz ist sehr kurz und der heißt, der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik. Das ist der Artikel 65 Grundgesetz. Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik. Da steht nicht drin, der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik, unabhängig davon, was Verfassung und sonstige Gesetze alles regeln. Das steht da nicht drin, sondern der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik im Rahmen der geltenden Gesetze. Das scheint hier aber bei diesem Staatsanwalt.
weiter. Es ist davon auszugehen, dass die Bundeskanzlerin die Einreisegestattung in Ausübung der ihr gemäß 65 Grundgesetz zustehenden Richtlinienkompetenz getroffen hat. Man staunt. Das ist, glaube ich, auch für jeden Nicht-Juristen gut zu verstehen. Der Staatsanwalt schreibt, die Bundeskanzlerin kann machen, was sie will. Recht, Gesetz und Verfassung zählen für sie nämlich nicht. Das ist ihre Kompetenz. Und dann heißt es noch, das ist der typische Weg eines Juristen, der sagt, wenn das alles nicht stimmt, was ich oben gesagt habe, jetzt kommt das nächste Argument, selbst wenn eine rechtswidrige Einreisebewilligung, also wenn sie rechtswidrig das gemacht hat, die Einreisebewilligung erteilt hat, selbst wenn eine rechtswidrige Einreisebewilligung nur vorliegt, dann ist die Einreise der Flüchtlinge trotzdem nicht unerlaubt, denn diese Einreisebewilligung ist zwar rechtswidrig vielleicht, aber nicht unwirksam. Ja? Jetzt kann man ins juristische Detail, das muss man aber nicht. Also die formale Wirksamkeit der Gestattung, die ist immer noch da, die kann rechtswidrig sein, die kann sowas von rechtswidrig sein, aber irgendwie ist die trotzdem in der Welt und deswegen ist es dann irgendwie auch okay. Und dann geht das so weiter und dann kommt das Beste. Um jetzt, wenn diese ganzen Argumente nicht greifen, sie durfte die Einreisebewilligung nicht erteilen, die Einreisebewilligung war nicht nur rechtswidrig, sondern auch unwirksam und so weiter. Dann kommt er jetzt zum letzten Schluss und sagt, außerdem, wenn das alles nicht zählt, zählt eins, dann war es rechtfertigender Notstand gemäß § 34 Strafgesetzbuch, denn dass sich die in Ungarn festgehaltenen Flüchtlinge jedenfalls zu dem Zeitpunkt, als sie, dass sich die in Ungarn festgehaltenen Flüchtlinge jedenfalls zu diesem Zeitpunkt anlässlich der hinreichend publizierten Verhältnisse ihrer Behandlung durch die ungarischen Behörden in einer akuten Gefährdung für Leib und Leben befunden haben, wird sich nicht widerlegen lassen. Ja? Also wenn das alles nicht funktioniert, was ich da gerade an Unfug geschrieben habe, dann stelle ich hiermit fest, diese Flüchtlinge, die in Budapest am Bahnhof saßen, befanden sich in einer akuten Gefahr für Leib und Leben. Und das sage ich jetzt mal so. Und das lässt sich auch nicht widerlegen. Sind ja jetzt nicht mehr da, sind ja jetzt hier. Ja? Ich finde das schwierig, bei diesen solche Dinge zu lesen und dabei irgendwie noch gelassen zu bleiben. Und so zu tun, als hätte es man hier mit Menschen zu tun, die irgendwie noch einen Bezug, ich will mal sagen, zu unserer verfassungsmäßigen Ordnung haben. Und unsere Aufgabe klarzustellen, dass an dem ganzen Desaster nicht die Menschen schuld sind, die zu uns kommen. Ich wiederhole es, weil es wichtig ist. Wir dürfen unseren Zorn und unsere Wut nicht an den Menschen auslassen, die zu uns kommen. Denn die machen, wie ich es gesagt habe, alles richtig. Die verhalten sich genau so, wie auch wir uns verhalten würden, wenn wir in ihrer Situation sind. Sagen wir klar, wer unser Gegner ist, artikulieren wir klar unsere Wut dahin, wo der Adressat am richtigsten platziert ist. Und das ist das Bundeskanzleramt in Berlin in persona Dr. Angela Merkel. Und wenn wir diese Positionen klar vertreten, dann werden wir auch in weiteren Politikbereichen natürlich noch Angebote machen. Das Wichtigste bleibt dieses Thema, weil wenn wir dieses Thema nicht in den Griff bekommen, dann brauchen wir uns über Bildungspolitik, über Familienpolitik, über Energiepolitik, über Umweltpolitik und dergleichen mehr gar keine Gedanken mehr zu machen, denn dann hat sich das alles irgendwie selbst erledigt. Das wichtigste Problem ist, dass wir das jetzt in den Griff bekommen. Kurz gesagt, die Alternative für Deutschland hat natürlich noch ein größeres Programm, das jetzt gerade in der Endphase ist, geschrieben zu werden. Wir werden Ende April einen Bundesparteitag haben, auf dem das Programm dann verabschiedet wird. Und damit gehen wir in die Wahlen. Vorher passieren noch drei Dinge oder zwei. Am 13. März ziehen wir in die
Landjäger von Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt. Es folgen dann im September die Landtage von Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Meine Damen und Herren, im September 2017, spätestens im September 2017, wird die Alternative für Deutschland in den Bundestag einziehen. Das Land bekommt eine. Ja, liebe Beatrice von Storch, vielen Dank. Thank you.